Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Forsaken Bourne. Gods or Demons. Ich habe das Spiel schon heruntergeladen, mein Account schon gefunden. Jetzt muss ich nochmal was laden, nee, oder? Gut. Ne, war aber nicht auf 104. Man kann ja hier letzte Anmeldung machen und zack, dann sind wir da. Spiel betreten. Und dann wird es jetzt losgehen. Willkommen zu Hause. Wir haben den Kurs vorbereitet. Eine Belohnung für mich. Ja. Kein Anspruch. Alles erhalten. Alles erhalten. Stapel löschen. Bestätigen. Freunde habe ich nicht. Schade. Okay, was ist denn hier? Oh, schön. Okay. Dann haben wir da noch Leistung. Okay. Mein Haustier. Rüstung. Alles verstärken. Reittier. Mal diese Werbung hier. Events. Beitreten. Ich bin ein Vampir mit Engelsflügel. Ein bisschen laggy, aber... Wo war ein Automatikkampf? Ist doch gleich, oder? Ach, macht das schon dran. Das wird er hier. Genau. Das ist der Gollum. Gollum. Schwarzer Zwerg. Also für mich ist das jetzt auch nur zum Schauen. Ich mache hier jetzt gerade gar nichts.
Okay. Also das ist aber kein Zwerg. Sieht zwar irgendwie aus wie ein Zwerg, aber ziemlich groß für ein Zwerg. Ah, jetzt muss ich doch lenken. Dann bleibe erstmal da stehen. So, was haben wir denn noch hier? Geht nicht. Ich könnte nur die beiden, den kann ich noch nicht. Und dann bräuchte ich allerdings so ein Ding. Also geht der schon mal nicht. Den hier. Haben wir kurz zu schauen. Oh, ein Download. Hat doch schon viel downloadet. Oh, ist er fertig. Beanspruchen. Oh, das heißt. Weiter. Ich starte gerade eben eine Endboss. Wo ist der Endboss? Das ist der bestimmt. Ja, das war er. Wir müssen den noch machen. Ach, was ist denn das hier? Die muss ich erst freischalten. Auch noch nicht freigeschaltet.
Ebene endloser. Okay. Macht da jetzt alles automatisch. Kann mich ja noch mal schlafen legen. Mal schauen, wie lange das macht. Ich mache jetzt gar nichts und dann ist die Uhr 8 Uhr 54. Ich habe gar nicht nachgeschaut, um wie viel Uhr ich angefangen habe. Der hat eine Uhr und ich habe sie nicht drauf geschaut. Hm. Akku voll, immer voll. Außer wenn Strom fehlt. Bei dem einen Spiel sagt er irgendwie immer Akku ganz schlecht. Und Verbindung auch immer ganz schlecht. Obwohl ich über Kabel angeschlossen bin und das ein Rechner ist. Naja. Ah, jetzt muss ich drücken. Stärke, Herausforderung, den haben wir gemacht. Da kann ich nicht. Und dann möchte ich den hier nochmal machen. Ach so, das war ja das mit der Herausforderung. Naja. Jetzt haben wir auch so, um stärker zu werden. C, SS. Alles verstärken. Also noch der hier. Okay, auch fertig. Neuer Server. Naja, so neu ist er ja nicht. Ich habe ja vor einem Monat damit angefangen. Immer noch. Ach so. Okay. Ausrüstung. Da ist noch einer. Habe ich hier noch etwas? Vorteil?
Hier. Event. Ja, hier kommt da irgendwie immer. Die kann ich nicht auswählen. Die kann ich nicht auswählen. Da fehlen mir die Gegenstände. Und da könnte ich nur den dann machen. Ah, letztes Mal. Blitz. Jetzt geht's nicht mehr gut. Events. Alles abgeschlossen. Vielleicht ist ja unten was. Nee. Ich noch so klein für. Komme ich da jetzt rein? Ja. Dann mache ich hier weiter. Geschenk. Event. Möchte nicht. Okay, jetzt geht's weiter. Anschnallen und aufpassen. Oh, war ja. Ich krieg bestimmt jetzt Ärger. In das Lied. Ich glaube, ich muss hier raus. Okay. Ich glaube, ich höre lieber auf mit dem Spiel, bevor ich noch eine richtige Sperre kriege. Oder ich muss einfach reden, wenn immer das Lied kommt, damit man das Lied nicht hört, sondern meine Stimme. Ich denke mal, dass man das vielleicht damit umgehen kann. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt mal die ganze Zeit sagen soll, wenn das Lied kommt. Weil ich glaube nicht, dass das ein legales Lied ist. Obwohl, wenn ich die jetzt auch wieder Ärger kriege. Einmal habe ich ja schon. Vor 3 Monaten war das.
der ist ja schon abgelaufen, weil dann darfst du in 90 Tagen irgendwie keinen Ärger mehr kriegen. Deswegen musste ich bei den Spielen, die ich auch gespielt habe, aussortieren. Ich habe ja bei mir die Chance, dass ich Spiele überspringen kann und sagen, die Spiele möchte ich nicht spielen. Ich habe mir dann eine Liste gemacht, welche Spiele, wo eine Warnung überall ist, dass ich die nicht mehr spiele. Damit ich halt warnungsfrei bleibe. Weil ich hatte Angst, dass ich halt noch mehr Ärger kriege oder der Account gesperrt wird. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach ich das so. Ich mache alle Warnungen, alle Spiele mit Warnungen nicht mehr. Und ja, deswegen habe ich die halt nicht mehr gemacht. So. Ist mein Bein eingeschlafen. Oh. Das schaffe ich nicht. Doch geschafft. Ah, und wieder geht das Lied los. So, dann haben wir das jetzt. Events soll ich nochmal drücken, dabei treten. Dann läuft er jetzt zum Portal. Können wir mal ein bisschen die Gegend anschauen hier. Und ja. Also, was ist denn das hier? Ein Reittier, okay. Nicht schlecht. Ich dachte, das wäre Bahamut von Dingens. Von Final Fantasy. Ich wollte doch gerade ausrüsten.
zwei Bosse kommen. Markov. Wo ist Markov? Das ist bestimmt Markov. Jawohl. Oh, wir könnten nur schon denken, dass es ein Vampir ist. Von Underworld, glaube ich. Der eine heißt auch Markov. Oder Markos? Ich weiß es nicht. Aber an den habe ich gedacht. Reagenzkind. Aber der Vampir hat die passenderen Flügel als ich. Ich bin Vampir und habe Engelsflügel. Reagenzkind, wo bist du? Und ich denke mal, danach werde ich dann offline gehen. Gefallener. Was? Elitärer? Magier? Okay. Was ist das Kind? Okay. Oh, der hat keine Chance. Da macht er keinen Schaden bei mir. Guck mal, da schlägst du und ich heile mich dadurch. Und gleich ist er down. Was sind hier was Schönes? Schuhe, Kopf. Aktiviert. Was habe ich aktiviert? Ich habe was aktiviert. Okay, schön. Zack, alles weg. Ausrüstung. Jetzt kommt wieder Weihnachtslied. Okay, jetzt will ich noch schnell hier die Ausrüstung fertig machen. Und Level verstärken kann ich auch noch auswählen und. Ah, da muss ich nochmal kämpfen für die nächste Fähigkeit.
Okay, das geht ja auch noch schnell, oder? Wenn ich den besiege, kann ich die Fähigkeit. Okay. Da ist Markov. Den habe ich besiegt. Jetzt ist Markov dran. Hallo. Okay, jetzt heile ich mich. Besiegt. Prüfung. Verlassen. Aber ganz knapp, mein lieber Scholli. Wer hätte das gedacht? Und da. Habe ich doch noch nicht gekriegt. Das kann doch nicht sein. Oder hieß es, ich wurde besiegt? Muss ich, glaube ich, gleich mal den Trank nehmen, wenn der tot ist. Schon mal eintragen. Oh, es dauert eine Minute, bis er frei ist. Oh, ich denke, es lange nicht so überlegen. Also, jetzt war er tot, ja. Habe ich jetzt in die Prüfung gekriegt? Meine Fähigkeit? Schauen wir mal. What? Warum nicht? Okay. Naja, ich wollte sowieso jetzt aufhören. Keine Ahnung mit der Fähigkeit, warum ich die. Ich habe ihn doch besiegt. Ich habe ihn doch jetzt schon zweimal besiegt. Ich weiß es nicht. Egal. Also. Oh, jetzt sind hier ganz viele neue Sachen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte doch gerade aufhören. Und dann kommt auf einmal so viel Neues. Weiß das Spiel immer, wann ich aufhören möchte? Ich weiß es nicht. Schlimm ist das. Damit kann man. Ach, Mensch. Okay, Flügel gekriegt, 3 Stück. Oh. Dann schauen wir hier nach. Alles. Und. Lied vorbei. Schön. Weihnachten ist vorbei. Drei Herausforderungen habe ich. Okay. Raus aus der Stadt. So.
Wie hießen die Fernmenschen? Zentauren waren die Ochsenmenschen. Ah, die Pferdemenschen, wie hießen die denn? War Menschenpferd? Pferdemenschen? Ich hab's vergessen. Los, hau ihn um. Dann bin ich offline. Das ist jetzt wirklich der letzte Boss. Jawohl. Ausrüsten. Ausrüsten. Okay. So, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ein Gedenken an ihn hier, ist ein kleiner Friedhof errichtet worden, und ein Grabstein hingestellt worden, sagen wir so, kein Friedhof, nur ein Grabstein. Gut, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, was ist das denn hier? Besser, oder? Ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.